Und es geht weiter mit Ben Svensson. Jetzt haben wir da draußen die beiden aneinandergekitzt. Ein ausrangierter Wissenschaftler gegen Bonnie und Clyde. Na, das kann ja heiter werden. Ich verstehe vielleicht nicht viel von euch und eurer Zeit, aber das habe ich nicht verdient. Also hör auf, von dem Thema abzulenken und sag mir, was das sollte. Hey, die Tür! Was? Bent? Sieht so aus, als hätte sich das Blatt gewendet. Bent, lass mich raus. Ich zweifle nicht daran, dass Sie ein nobles Ziel verfolgen. Aber der Zweck heiligt nun einmal nicht die Mittel. Es tut mir leid, Bent. Ich wollte keine Gewalt. Das war Oggis Idee. Aber leider wärst du ohne ihn jetzt nicht hier. Und es hängt viel davon ab, dass du jetzt hier bist. So, sind das nur Lügengeschichten? Ich habe genug von Ihren Lügengeschichten. Bent! Milliarden werden sterben. Nur du kannst etwas daran ändern. Unfug. Ein einzelner Mensch soll für die Zukunft der ganzen Menschheit verantwortlich sein? Jeder Einzelne und du besonders. Bitte. Lass mich dir zu Ende erzählen. Der Rest spielt auch nicht mehr in der Zukunft, sondern hier in Norwegen. Vielleicht fällt es dir da leichter, mir zu glauben. Ich würde ja gerne daran glauben, dass meine Alge eines Tages die Welt antreibt. Aber in ihre Hände werde ich sie garantiert nicht mehr geben. Sie haben mein Vertrauen verspielt. Aber was soll dann mit ihr geschehen? Ich bin die Einzige, die noch an deine Arbeit glaubt. Nicht einmal du tust es noch. Es reicht. Der Spaß hat ein Ende. Faye, pass mal auf, ich helfe dir. Warte. 1, 2, 3. Und ja. Oh, wir hätten das wie erwachsene Menschen klären können. Aber sie lassen mir keine andere Wahl. Oh, ich werde ihnen niemals... Oh. Ich sag's dir, der alte Zyniker, der macht's nicht mehr lang. Er hat recht. Der alte Zyniker macht's nicht mehr lang. Zeit für Plan B. Ach so, wir sind schon wieder drauf. Wo ist Plan B? Sie versperrt den Weg ins Cockpit. Was für eine kluge Konstruktion. Ich habe ihr nichts mehr zu sagen. Ach so. Wollen wir wieder davonlaufen, oder? Können wir mit dem Dingbus machen? Gute Idee! So, und jetzt lassen Sie mich bitte in Ruhe. Wie kann man nur so stur sein? Wie bitte? Wie kannst du deine Verantwortung nur so mit Füßen treten? Hören Sie mal zu. Ich habe mein ganzes Leben dafür gekämpft, dass die Welt, die Sie beschreiben, niemals möglich wird. Ich war so sehr von der Zukunft besessen, dass ich sogar meine Familie dafür geopfert habe. Und dann, auf einmal, eines Tages, steht diese Frau vor meiner Tür und hält mir vor, ich würde meiner Verantwortung mit Füßen treten. Das wusste ich nicht. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Herrgott. Und da ich sie hier nicht bekomme, werde ich nun die Behörden alarmieren. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Es tut uns leid. Gut. Um die Behörden zu informieren, müssen wir mal der Hütte der Saison. So, Harvey. Endlich ein vernünftiges Gesicht. Reden? Hat man dich auch wegen deiner Forschung entführt? Diese Verrückten. Er soll gefälligst seinen eigenen Ausbruch planen. Ich habe schon alle Hände voll zu tun mit meinem. Ach so. Nein, das geht so nicht. Nicht für mich jedenfalls. So, was haben wir denn noch Schins? Früher habe ich das Zeug literweise getrunken. Nach meinem Zusammenbruch war es dann das Erste, was mir Dr. Angust verboten hat. Und nach meiner Flucht wird das das Erste sein, was ich wieder anfange. Oder vielleicht gleich? Verdammt, sie ist zu schwer. Das muss warten, bis ich hier raus bin. Okay, dann schauen wir. Porphyri? Oder Moment. Hallo? Mayday, Mayday. Ich werde entführt. Ist da jemand?
Hallo? Ich kann dich hören. Wer ist denn da? Mein Name ist Ben Svensson. Ich werde von Verrückten festgehalten. Svensson? Ja, ich bin an Bord eines Helikopters. Keine Ahnung, was die vorhaben. Sie kamen einfach in mein Haus, haben mir irgendwelche Märchen erzählt. Und dann haben sie mich ausgenockt. Ich werde entführt, verdammt. Hören Sie! Hallo, sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Schalt den Monitor ein. Was? Siehst du das, Svensson? Siehst du das? Es sind keine Lügengeschichten. Es ist alles real. Nein. Sieh es dir gut an, Bent. Das hier ist eure Zukunft. Nein, ihr Heuchler, Schwindler, verfluchte Bande, ich werde euch... Ja, so habe ich auch geguckt. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich dir die Geschichte zu Ende erzähle. Oh, lass mich bitte anfangen. Nichts für ungut, aber deine Version klingt immer so trocken. Ich darf mich vorstellen? Mein Name ist Leif Orgasund, aber meine Freunde nennen mich Orgi. Ich bin freischaffender Journalist. Ich arbeitete an meiner Vor-Ort-Reportage über die Demonstration vor der Zentrale der Energieaufsichtsbehörde. Ich saß gleich dort vorne am Schnittplatz, als es passierte. Ist da jemand? Wir sind da. Kapitel 4. Die Konferenz. Sie hat es tatsächlich geschafft. Funker Fay hat den Phoenix-Plan sabotiert. Boah, ist mir schlecht. Reiß dich zusammen. Was? Was machen die Menschen da? Sag du es mir. Du bist doch die Spezialistin. Sieht so aus, als ob sie auch wegen der Konferenz hier sind. Sie werden nichts erreichen, wenn sie nur rumstehen und ihre Plakate schwenken. Deswegen sind wir doch erst in diese Zeit zurückgesprungen. Weil die Menschen nur geredet und nicht gehandelt haben. Das ist nicht fair, Salvador. Sie wissen nicht, was wir wissen. Dass ihnen nur noch eine Woche bleibt bis zu dem Unfall im Indes-Kraftwerk. Und was die Folgen sein werden. Wenn ich es nur irgendwie schaffen könnte, auf die Konferenz zu kommen. Und sie überzeugen könnte, das Kraftwerk abzuschalten. Glaubst du wirklich, dass sie dir überhaupt zuhören werden? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Dann hoffe ich, dass du mit Druck umgehen kannst. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Oh je. Und wir sind wieder mit der Fay unterwegs. Aber erstmal speichern wir. So, dann schauen wir mal, wo es mal mit der Fay machen können. So, da haben wir einen Salvador. Sieht aus wie eine Treppe. Ach, da haben wir die Zeitkapsel. Soweit sie uns auch gebracht hat. Hier ist wohl Endstation. Das schaut fast so aus. Wir haben leider keine Energie mehr für einen weiteren Zeitsprung. Das heißt, sie kommen gerade mal zurück, oder? In ihrer Zeit. Wer braucht denn gleichzeitig drei Monitore? Na, Salvador. Darf ich dich kurz stören? Was ist denn? Ich muss dauernd an Delvin denken. Ich
Ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Delvin hat getan, was getan werden musste. Er wusste, dass die Mission wichtiger ist als jeder einzelne von uns. Das solltest du dir auch merken. Was sollen wir jetzt machen? Wir? Du hast uns doch hierher gebracht. Also, sieh zu, dass du auf die Konferenz kommst und sie davon überzeugst, das Kraftwerk abzuschalten. Was sollen wir jetzt machen? Wir? Also... Haben wir ja schon gehabt. Da draußen sind eine Menge Menschen. Dann solltest du versuchen, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Vielleicht können sie uns noch nützlich sein. Ich gehe mal besser wieder an die Arbeit. Tu das. Aber halt mich auf dem Laufenden, ja? Okay. Selbstverständlich. Da mal Funkanlage. Wow, eine primitive Funkanlage. Die Menschen in der Vergangenheit haben es sich wirklich nicht leicht gemacht. Nein, danke. Mein Funkgerät ist viel intuitiver. Schublade, da ist bestimmt was drin. Leer. Das, kann man da alle durchsuchen? Leer. Aha. Ah, eine Schere. Die nehme ich mal mit. Brauchen wir bestimmt. Leer. Gut, dann hätten wir es da soweit. Nächstes Zimmer. Da erinnert. Das kennen wir ja schon. Einmal benutzt und schon weggeworfen. Schrecklich. Ein antikes Gefäß. Nur in neu. Nehmen. Genau wie daheim. Nur mit Fenster. Lieber nicht. Sobald ich zur Ruhe komme, fange ich nur an zu grübeln. Eine dicke braune Flüssigkeit tropft aus der Maschine in einen Behälter. Vermutlich irgendein künstlicher Nährstoff, der die Menschen in Gang hält. Ein passendes Behältnis wäre jetzt nicht schlecht. Haben wir doch. Eine Tasse. Und rein damit. Die Brühe ist noch heiß. Schön. Bis zum Rand gefüllt mit dieser heißen braunen Flüssigkeit. So, und wer hat Lust auf Kaffee? Kenne ich alles nicht, aber die Dose ganz links sieht interessant aus. Ich sollte nicht einfach wahllos alles davon nehmen. Bei so etwas bin ich lieber vorsichtig. So, da mal eine Herdplatte. Sie glüht leicht. Oh, da müssen wir auf jeden Fall hinfassen. Los nicht, die ist viel zu heiß. Ach so, gut. Eine Notrufanlage über dem Esstisch. Ganz wie zu Hause. So, die Schlafkabine. Sieht gemütlich aus. Eigentlich könnte ich wirklich mal wieder Schlaf vertragen, aber ich darf die Mission nicht noch weiter gefährden. Eine Koje gibt's sonst nix, oder? Blümchen? Sieht nicht so aus, als ob sie vor kurzem gegossen worden wäre. So etwas Seltsames habe ich noch nie gesehen. Ich lasse es besser so stehen, nicht dass ich in einer Sekunde zerstöre, wofür ein anderer Jahre gebraucht hat. Da eine Kimmernick. Die Tür hat ja Augen. Gruselig. Hallo? Ist da jemand? La 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 la. Ich kann euch nicht hören. Ich kann euch nicht hören. Zurück in eure Dimension, ihr Dämon. Ich warne euch, ich bin von der Presse. Ich kann sagen, was ich will, aber so wird er mir nicht zuhören. Können wir da öffnen? Besetzt! Nicht gut. Oder rauslocken? Nee, nee. Anik. Tja, dann schauen wir heute mal zum Salvador nochmal. Vielleicht will der Herr Kaffee? Ich weiß nicht. Nick. Türöffner. Auf dem großen leuchtenden Feld steht Öffnen. D?
Das hört sich gut an. Schützt unsere Umwelt, bevor es zu spät ist! Schützt unsere Umwelt, bevor es zu spät ist! Ja, ihr habt recht, wenn nicht... Kein Strom durch Atom! Kein Strom durch Atom! Kein Strom durch Atom! Wir müssen Indes Kraftwerk sofort abschalten, sonst... Sonst was? Das habt ihr doch nicht zu entscheiden. Die, die hier was zu sagen haben, sind da drinnen auf der Konferenz. Und selbst die hören doch nur auf das, was dieser Experte sagt, dieser Dr. Braun. Braun? Der ist doch auch nur eine Marionette der Industrie. Immer diese Verschwörungstheorien. Schon besser eure Stimme und zieht Leine. Jawohl, jetzt sind wir auf der Konferenz. Hinter also. Den Schotts ist ein Lüftungsschacht. Wären sie nicht dicht, könnte ich durch den Schacht ins Gebäude kommen. Von außen lässt sich das leider nicht öffnen. Ach so, gut. Und mein Schild? Energy Oslo. Hoffentlich sind das nicht die gleichen, die überall diese qualmenden Schlote aufgebaut haben. Und der Türsteher, der wird uns wahrscheinlich nicht an die Lussen. Seinen Beruf hat er sicherlich seinem Aussehen zu verdanken. Hallo. Ja? Darf ich rein? Nur wenn Sie sich ausweisen können. Haben Sie eine Einladung zur Konferenz oder gehören Sie zur Presse? Ich gehöre zur Presse. Gut, dann zeigen Sie mir Ihren Presseausweis. Den habe ich gerade nicht dabei. Dann holen Sie ihn. Ohne Ausweis kommen Sie hier nicht rein. Tut mir leid. Gut, haben wir schon mal ein Problem? Hörst du Musik, um Ruhe vor den Demonstranten zu haben? Nein, das hilft mir, mich zu entspannen. Hat mir mein Arzt verordnet, weil ich früher schnell gereizt war. Und in meinem Job ist es wichtig, ruhig zu bleiben. Dann hast du nichts gegen die Demonstranten? Im Gegenteil. Ich kann sie ja verstehen. Zu Hause trenne ich auch meinen Müll. Außerdem ist das hier doch eine friedliche Kundgebung. Letzte Woche hatte ich Dienst bei so einer linken Demo. Was die einem da so alles an den Kopf werfen, da kommt mir jetzt noch die Galle hoch. Nur weil man keine Haare mehr hat, wird man gleich als Skinhead beschimpft. Aber das stimmt doch auch. Du hast eine Glatze. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Machen Sie bloß, dass Sie wegkommen! Wenn ich etwas nicht leiden kann, dann Leute, die sich über meine Frisur lustig machen. Welche Fri... Oh. Ist gut, ich hab schon verstanden. Warum reagierst du so gereizt, wenn man dich anspricht auf deine... Auf meine was? Deine Ohren? Meine Ohren, wie? Weil sie so auffallen wegen der fehlenden Haare, nicht? Nein, so hab ich das nicht... Ja, ja, das sagen sie alle, aber ich sehe trotzdem, wie sie mir auf meine Glatze starren. Ich komm später nochmal wieder. Wie sie wollen, ich werde hier so schnell nicht weggehen. Bedauerlich. Vielleicht hat er Lust auf Kaffee? Besser nicht. Nick. Darf ich rein? Ich gehöre zur Presse. Gut, dann zeigen Sie mir Ihren Presseausweis. Den habe ich gerade nicht dabei. Dann holen Sie ihn. Ja, eigentlich immer Nick. Das heißt, wir müssen... Irgendwie ein Ausweis, Mora. So viele Menschen auf einmal habe ich noch nie gesehen. Hallo. Die Erde sei mit dir. Was können wir für dich tun? Ich suche einen Weg, auf die Konferenz zu kommen. Wenn du nicht eingeladen bist oder zur Presse gehörst, kommst du da nicht rein. Aber ich muss der Konferenz etwas Wichtiges sagen. Wenn sie die Kraftwerklizenzen verlängert, wird etwas Schlimmes passieren. Das interessiert die doch nicht. Diesen Typen von der Konferenz geht's nur ums Geld. Und dann schieben sie noch diesen Experten, Dr. Braun, vor, von dessen Bericht alles abhängen soll. Den haben sie doch auch gekauft. Und warum steht die denn noch hier, wenn eh schon alles vorher entschieden ist? Wir wollen den Leuten da drin einfach zeigen, wie viele Menschen gegen Atomkraftwerke sind. Vielleicht überlegen sie es sich ja dann doch nochmal. Was haltet ihr von dem Türsteher? Der macht nicht wirklich einen sympathischen Eindruck. Sieht aus wie ein Schlägertyp. Bisher ist er doch relativ ruhig geblieben. Ich hoffe, das bleibt auch so. Na sicher ist dieser Schlägertyp. Hat da eine Glatze. Ich habe hier einen heißen Kaffee für dich. Oh, danke. Das ist aber nett von dir. Kannst du mir dafür dein Megafon kurz ausleihen? Wozu brauchst du es denn? Naja, um zu Menschen durchzudringen, die nicht zuhören wollen. Das kommt mir bekannt vor. Von mir aus kannst du es haben. Wir haben eh noch ein Ersatzgerät dabei. Sicher ist sicher.
Aber bring es wieder zurück, ja? Mach ich, versprochen. Versprochen? So, jetzt haben wir ein Mikrofon. Und damit machen wir was? Damit sollten wir die Menschen endlich mal zuhören. Vielleicht mit dem doch? Nick. Ich gebe es später zurück. Vielleicht. Oder mit dem Schutt? Verstehe ich nicht. Nein, das bringt nichts. Ach nee. Weiß nicht. Ach nee. Nicht gut. Wenn wir da reinschreien? Geht nicht. Dann gehen wir vielleicht wieder zurück. Weil wir wahrscheinlich noch irgendwie einen Ausweis basteln werden. Eine Schere haben wir nämlich ja. Wo ist er irgendwas? Darf ich dich kurz stören? Was ist denn? Ich gehe mal besser wieder an die Arbeit. Tu das. Okay. Nein, danke. Mein Funkgerät ist viel intuitiver. Lesegerät. Können wir das Video eigentlich da? Passt nicht. Die Kassette hat das falsche Format. Wie das frische Format? Diese ganze Ecke wirkt wie ein kleiner Schrein. Wie konnten die Menschen von ihren Medien nur so besessen sein? Vielleicht der Omat? Passt nicht. Na, ist es das Gleiche? Wie können wir denn einen Ausweis basteln? Oder so irgendwas in der Richtung?